Wo wird der Dritte Weltkrieg ausbrechen? In Südostasien? Im Persischen Golf? Oder doch vor unserer Haustür in Osteuropa? Und die viel wichtigere Frage: Wollen wir Deutschen wirklich für den Fortbestand des globalen US-Imperialismus in den Krieg ziehen? Darüber spreche ich in diesem Video. In einer veröffentlichten Aktennotiz nennt der US-General Mike Minahan das Jahr 2025 für den Ausbruch eines Krieges zwischen den USA und China. Das allein würde einen Weltkrieg bedeuten. Aber neben Ostasien ist auch der Nahe Osten nach wie vor ein Hauptschauplatz amerikanischer Imperialpolitik. Der US-Außenminister Antony Blinken sagte, Washington schließe einen Militärschlag gegen den Iran nicht mehr aus. Alle Optionen seien auf dem Tisch. Und so ist es vermutlich auch kein Zufall, dass nach dem Israel-Besuch von US-Sicherheitsberater Jake Sullivan und CIA-Direktor William Burns gleich mehrere iranische Städte in der Nacht vom 28. auf den 29. Januar von Drohnenschlägen heimgesucht wurden. War das eigentlich völkerrechtskonform? Und warum interessiert es, genau wie im Fall von Nord Stream, eigentlich niemanden in der Regierung, wer die Täter sind? Offenbar will man gar keine Aufklärung, sondern Konfrontation. Das gilt leider auch für Europa. Nachdem unsere grüne Außenministerin Baerbock Russland beiläufig den Krieg erklärt hat, legt der niederländische Admiral und Vorsitzende des NATO-Militärausschusses Rob Bauer nach. Dieser erklärte in einem Interview, dass die NATO bereit sei für die direkte Konfrontation mit Russland, was nach der Wiedervereinigung als für immer überwundene Gefahr aus dem Bewusstsein verschwunden war, kehrt jetzt zurück. Die Angst vor einem großen Krieg. Aber diesmal gibt es keine warnenden Stimmen der etablierten Politik. Stattdessen hat eine allgemeine Kriegsbegeisterung die Redaktionshäuser und Regierungssessel des Westens ergriffen, so als hätten wir 1914. Auch wenn die etablierten Parteien und der öffentlich-rechtliche Rundfunk was anderes behaupten. Nur wir Patrioten wollen und können den Frieden bewahren. Wir wollen nicht, dass die USA die Welt in Brand setzen. Wir wollen Frieden und keinen Flächenbrand. Deshalb gilt es für alle heimatliebenden Menschen, sich gegen jede weitere Eskalation auszusprechen. Das macht einen nicht zum Putin-Troll oder im Falle Iran zum Mullah-Versteher. Es macht einen zum rational denkenden Menschen, der begreift, dass nur ein globaler Interessensausgleich für Frieden und Stabilität sorgen kann. Schluss mit Wertepropaganda und feministischer Außenpolitik, mit der man nur versucht, uns mit schönen Worten in den Krieg zu führen. Stehen wir gemeinsam auf für Frieden in Europa und den Ausgleich in einer multipolaren Welt. Mit den besten Grüßen aus dem Deutschen Bundestag, euer René Springer.